Als Geschäftsführer endlich Zeit haben für strategische Themen. Ich glaube, davon träumt jeder. Und heute schauen wir uns mal an, worauf es ankommt und wie du ohne neue Mitarbeiter einzustellen kannst, das auch erreichen kannst. Weil am Ende haben wir alle 24 Stunden am Tag. Warum schaffen es dann manche Unternehmer, diese besser zu nutzen, ihre Ziele zu erreichen und andere wiederum scheinen Jahr für Jahr auf der Stelle zu treten? Das Allerwichtigste ist, dass dir bewusst ist, Zeit hat man nicht, man nimmt sie sich. Ist eine Binsenweisheit, aber es ist so extrem wichtig. Und am Ende muss dir auch klar sein, dass du zu wenig Zeit hast, weil dir voraussichtlich der Fokus fehlt. Weil wenn du deinen Terminkalender mit Dingen vollklatscht, die nicht zum Ziel führen, dann klar, dass du keine Zeit hast. Klar, dass wenn Mitarbeiter durchaus an deiner Tür klingeln, dass du keine Zeit hast. Klar, wenn dein Unternehmen noch nicht die Prozesse hat, die dich entlasten, dass du keine Zeit hast. Aber damit du da wirklich rauskommst, geht es darum, dass du dir die Zeit nimmst, zu verstehen, worauf kommt es wirklich an. Und da unterstütze ich zum Beispiel meine Kunden, wirklich auch genau rauszufinden, wie kann man jetzt deren Tag optimieren, welche Dinge kann man weglassen, jetzt und nicht erst in der Woche, damit du jetzt die Zeit hast und vor allem, welche Schritte sind langfristig notwendig, damit du aus dem Hamsterrad rauskommst. Weil wie sieht die Situation bei vielen aus? Die haben 5, 6, 7, 20 oder 30 Mitarbeiter oder 50 Mitarbeiter, aber sind immer noch im Tagesgeschäft. Und vor allem bei diesen Levels an Unternehmen ist es so wichtig, dass du aus dem Tagesgeschäft rauskommst. Nicht damit du in Rente gehen kannst, sondern dass du dein Unternehmen konsequent weiterentwickeln kannst. Nicht auf den Kopf stellen und irgendwie was Neues, sondern dass ihr auch eine Strategie habt, wie ihr weiter wachsen könnt, wie ihr Bestandskunden besser bespielen könnt, wie ihr an Neukunden kommt, wie ihr auch endlich sichtbar werdet. Aber wenn du es nicht schaffst, in dem Moment Zeit bei dir freizuschaufeln, damit du diesen Schritt auch nach vorne gehen kannst. Das wird kein Dienstleister für dich machen. Das wird keine Agentur für dich machen. Das wird auch kein Mitarbeiter für dich machen. Dann wird es einfach schwierig, wenn dieser Fortschritt nicht von dir als Geschäftsführer rauskommt. Weil am Ende musst du es schaffen, deine Zeit freizuschaufeln, deinem Team klare Anweisungen zu geben, natürlich ohne Micromanagement, was die Richtung ist, was die Vision ist. Das fängt im Marketing an. Was sind die Dinge, die wir jetzt machen müssen, um Kunden zu gewinnen? Zum Beispiel, es hat keinen Sinn, jetzt irgendwie einen Podcast zu starten oder hier irgendwie auf AI-Startup zu machen. Es geht vielmehr um die Grundlagen. Wie kann ich planbar Kunden gewinnen? Wie funktioniert Direktakquise? Ich sehe so viele auf LinkedIn irgendwas posten, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre lang und gewinnen nicht einen Kunden. Da musst du dir, auch wenn es Spaß macht, was ich bezweifle, muss dir klar sein, dass alles, was du im Unternehmen machst, auch zu einem Ergebnis führt. Weil du machst es ja nicht für Luft und Liebe in dem Fall. Es geht darum, dass du Umsatz machst, dich verwirklichst, deine Ideen, deine Fähigkeiten, deine Mitarbeiter auch gut bezahlen kannst und dass du dir vor allem auch im Markt einen gewissen Namen machst. Weil am Ende, was gefällt dir? Dir gefällt voraussichtlich das Entwickeln an neuen spannenden Ideen, aber ohne Geld funktioniert es leider nicht mal. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auch hingehst und schaust, was sind die wichtigsten Punkte im Unternehmen, Marketing, Vertrieb und Fulfillment, wie es so schön heißt, und was ist da das Notwendigste, um für den Kunden das beste Ergebnis zu erzielen und auch für dich. Das heißt, mit so wenig Arbeit so viel Umsatz wie möglich zu machen. Ich spreche hier nicht davon, auf Biegen und Brechen zu wachsen, sondern einfach die Basics zu meistern. Wie kann ich planbar Kunden gewinnen, vor allem für eine Dienstleistung oder ein Softwareprodukt, das man nicht eben mal so im Webshop verkaufen kann, sondern im erklärungsbedürftigen Bereich. Und wenn du da wirklich Klarheit hast, worauf es ankommt und nicht die ganzen, sag ich mal, Marketing-Späßchen da mitmachst, die propagiert werden, ja, du musst Social Selling machen und du brauchst eine super schöne Website und du brauchst ein Newsletter und einen YouTube-Kanal und einen Podcast und so weiter. Ideen gibt es ja ganz viele. Und du weißt am Ende auch, wie Marketing funktioniert, aber das, was dir einfach fehlt, ist ein klarer Fokus und Prioritätensetzung. Deshalb auch die Aussage zu sagen, ja, ich habe jetzt keine Zeit für eine Beratung oder strategische Themen, ja, das kommt daher, weil du einfach es bisher noch nicht geschafft hast, für dich die Prioritäten richtig zu setzen, was vollkommen okay ist. Deshalb bin ich zum Beispiel da, wo ich meinen Kunden auch helfe, genau diese Prioritäten zu setzen. Dass wir die Ist-Situation anschauen und auch die Ziele und dann die konkreten Schritte dahin auch durchplanen. Damit du genau weißt, ich mache A, es kommt B raus und das führt uns zum Ziel C.
Und wenn du da einfach mehr wissen möchtest, wie das bei dir funktionieren kann, dann findest du unterhalb des Videos einen kurzen Link, wo du dich eintragen kannst zu einer kostenfreien Analyse, wo wir uns genau das anschauen. Keine Sorge, ich werde da nicht probieren, auf Druck was zu verkaufen. Mir geht es darum, dass wir uns erstmal anschauen, wie so ein gemeinsamer Weg ausschauen kann, wie so eine Strategie für dich ausschauen kann. Und in einem zweiten Moment können wir uns dann auch anschauen, du, ergibt eine Zusammenarbeit Sinn oder nicht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dein Software-Georg.